Guten Abend an unserer Spezialemission über PAR-TV. Nach dem Bauten- und Umweltskandal von Dickrich, nach der Baumzerstörung an der Passtestrasse um Lampertsbirch, ist letzte Woche eine neue Naturzerstörung um Bridel an der Gemeinde Kopplisch passiert. Da hat eine Privatfirma eine sehr reale Pferdesprüche, ein Büschelchen mit wertvollen, über 100 Jahre alten gesunden Bäumen mit Segen vom Umweltministerium zu zerstören. Ein Dossier von Mark Thomas. Gegen Ende vom 19. Jahrhundert war zu Kopplisch am Weidendal so manches Lass für die riesig Weideplantagen für Champeskief gebraucht geworden. In der Zeit hat umriddelt Natur nach Zonen, an dem wir sind bei der Dresch Jungbeem gewusst. An die hatten zwei Weltkriege Stürmerkatastrophen überlebt und blieben über 130 Jahre gesund, bis gleich vor Mutter sehen, wenn sie einem Bauprojekt angeregt sind, an dat ihr den 8. März die neue PRG gestimmt hat. Bei diesem Massaker à la Tronçonneuse, wie die Franzosen gingen sohn, sind die 130 Jahre alt wertvoll Bäume in der Gime legal zerstört gehen. Weil du an der Rue du Thieu kommt die SRL-Genehmigung, Gebeiligkeiten aufzurappen, auf vier Häuser abzurichten, um Terrain, wo eure Büschelchen steht, oder besser gesagt, stehen. Für die Destruktion von diesem Büschelchen hat ein Umweltminister gering Blut gegeben. Sogar ein von den Beschäftigten hatte schlecht Gewissen, als so da ist, ihm hätte ganz dicke Dohen, die herrlich Jahrhundertal komplett gesund beim müssen, umzusehen. Guckt in sich die Kadasterpläne genau und da fällt ab, dass Lernst ein Schmulstreif, Lernstroß, ein paar Beam überlebt haben. Das aber nicht, weil die SRL zur Erkenntnis kommen, wie ein paar Beam zu schonen, mehr aus dem einfachen Grund, weil das ein Gemengenterrain der Rest von dem Gemengebüschers. Überhaupt gesagt sich die topografische Situation mehr wie kuries un. An dem ministeriellen Schreibes vom 6. September 2021 steht, dass der Requérant, also die SRL, eng Destruktion nur Artikel 17 kann machen. Mais, das gegen die ministerielle Decision, ein Recours en Annulation beim Verwaltungsgericht kann angerichtet gehen an einem Delay von 3 Monaten. Das war umweltbewusste Birge aber nicht möglich, weil das wichtige Schreibes nicht veröffentlicht war. Gemein Kopplisch erklärt. Also, dass es so den 24. von euch avertiert ging, das war so gegen Talbot 12, 12 Bauer. Und darauf sind wirklich, weil wir ja keine Autorisation rakriten haben auf der Gemeinde, sind wir natürlich direkt zur Platz, nicht weit gar nicht, sind wir direkt zur Platz gucken gegangen, was da läuft. Und da haben wir effektiv gesehen, dass da am Gang waren, die Bäume da umzusehen. Und wo wir auch noch gefragt haben bei dem Firma, und die natürlich die Nächte von der Wurst respektive, die keine Autorisation hatten. Darauf sind sie mir hingegangen und haben geguckt, ja, so schnell wie möglich irgendwo vom Ministerium dann irgendwie in Navi zu kriegen, was da läuft. Natürlich, wir waren natürlich an der Mitte Stunde, war es ganz schwer für die Menschen ein Telefon zu kriegen. Wenn der Weike hat, aber nur Pferdespur, aber ein Telefon zu kriegen, wo die gesagt hat, ja, das ist autorisiert, dass wir alles an der Reihe haben. Wo wir auch darauf sind, eine halbe Stunde spät per Mail, die Autorisation zugeschickt haben. Was uns ein bisschen erstaunt hat, dass wir sie nicht direkt haben, weil die Demande schon letztes Jahr im August gemäht gehen. Ungefähr Mitte August war das, wo die autorisiert gehen, also wir nicht davon gewusst haben. Ne? Ja. Darauf sind, wie gesagt, haben wir dann gefragt, wie das möglich ist, wollten sich auch nicht können erklären. Wir haben auch effektiv nur gehakt, für was das denn die Mail nicht rausgeschickt wird. Normalerweise, wenn sie ein etwas schicken, respektive in Autorisation rausgehen im Ministerium, da geht den und noch in diesem Moment Central West an, ein Kopie auch und Gemeng, die wir aber nicht gekriegt haben. Darauf sind wir nur gefragt, gehabt, wo du den Hick hast, am Fungerhol, wo dann mal geantwortet kriegt, man ja sehen, normalerweise ein automatisch Mail-Listing, wo die Gemengen dann draufstehen, wenn es rausgeht vom Ministerium, oder das schön oder negativ oder positiv, wie auch immer. Und du mir natürlich gesagt, wir haben das nicht gekriegt, weil sich nicht nur konnten erklären, du haben ein bisschen nur geforscht. Und du haben herausgefunden, unglücklicherweise, dass sie nach die E-Mail-Adresse von der Gemeinde, vom früheren Gemeindesekretär, ne, wo ja in der Tat von 2019 ein neuer Gemeindesekretär, die also noch gewechselt gehen, dass bei ihnen nicht gewechselt gehen. Ne. Das spreche ich auch noch immer.
Und auch du noch gefragt, wie man hat er dann nicht festgestellt, wenn dir eins eventuell in einer Mail geschickt hat, dass du kein Feedback kommst von Mail-Dingen, dass du effektiv nicht durchgehen aus den Mail und Gemengen. Ne? Ja, sie können das auch nicht erklären, so dass der Fake als gewischt wird, dass das so geschieht, das habe ich leider Gottes. Aber mir nicht davon bewusst, bis er dir so gerufen hat. Hätte er nicht das ministerielle Schreiben müssen an der Reihe gehängt gehen? Normalerweise soll dann der Reiter Henke kommen. Wir hatten zwar eine Information gekriegt, dass effektiv, wenn dort sei ja das und das auch dann dem Moment publiziert, dass effektiv Kind, den Bauherr, Kind schon aufhängen mit sehen oder respektiv beim Emlehen. Da kann es schon sein, dass der Bauherr eventuell ausgehängt hat, was wir nicht wissen, weil wir nicht das Ganze, die ganzen Envergure wussten. Stichwort Klimakrise, dass Beam, vor allem Großbeam, ganz wichtig sind, für CO2 zu bannen, müsst ihr von Jit verdrängen, gewusst sein. Und anhand von dieser Tatsache, wie seid gemengt dann die Destruktion von wertvollem Baumbestand? Das ist schon richtig, wenn du per Rapport zu der Klimakrise guckst, wie geht es darum, für am schnellsten den CO2 zu bannen und für den normalen Baumbestand, und dann muss ich in die Wäsche holen, dass das nicht gut ist. Muss ich immer, also ich denke, für mich persönlich muss ich immer die Sache von zwei verschiedenen Seiten gucken. Einmal als Politiker, der an der Responsabilität ist, und zu gucken, ob alles an der Reihe ist. Ich meine, das ist auch das, was Herr Popov schon gesagt hat. Eins froh, wer für dich mal sind Genehmigungen da. Und dann, wie auf der anderen Seite, müssen wir den Terrain eben drunten, als du alles an der Reihe, und sind die Limitationen angehalten gehen. Das ist das, was für uns mal wichtig ist. Und dann nimmst du dir natürlich auch eine Privatmeinung. Und eine Privatmeinung wäre vielleicht doch gewischt, zu gucken, ob ich nicht kann, da rundherum bauen und die Bäume stehen lassen, weil das doch nur in der Lebensqualität vielleicht viel mehr schön ist. Aber da muss ich einfach sagen, dass man heute zuletzt einfach noch immer an einem Land sind, wo jeder ein bisschen machen kann, was du willst, was doch kein Fehler ist. Und in dem heutigen Fall sind die Regeln angehalten gehen. Sie haben die Entscheidung geholfen, die Bäume wegzuholen. Sie haben eine Autorisation angefragt, die sie auch gekriegt haben. Sie müssen die Eco-Punkte an Euro kompensieren. Das heißt, sie haben dafür bezahlt. Und damit hat sich die Sache vom Legalen hier gesehen. Und dann ist es für uns als Politiker klar, dass das dann so muss an der Reihe sein. Da kann ich nicht mit persönlichen Meinungen kommen. Und so. Und bei dem Fall fanden wir das ernst, dass weil muss ich ja einfach dann gucken, für dass jeder per Rapport zum Gesetz gleich behandelt wird. Und ich kann auch wieder dem Bauherr nach dem Environnement einen Vorwurf machen, weil die Regeln sind angehalten. Was man heute nicht wissen, das ist auch das, was mein Popov schon ein bisschen durchblicken gelassen hat, das ist die Meinung von der ANF. Die Vierste war wohl da, das ist das, was leider auch konfirmiert hat. Wir sind aber hier am Haus auch noch okay gekommen. Wir haben gestern noch eine Mail gemacht, um zu fragen, was hier Position ist und ob alles da von ihrer Seite an der Reihe ist. An der Rue du Thieu leidet so oder so die Kant am Pütz. Können dann nur neue PRG so krass Baumzerstörungen in Zukunft verhindert gehen? Also das ist so, am neuen PRG, du gehst die so ein Wert, wie sie lo bezeichnet, das geht ganz anders das genannt. Wir können halt nicht dazu so, weil die Dokumente sind alle gut, die bis zur Saison sind die geheim, theoretisch, und praktisch hoffentlich auch. Und ich muss aber sagen, dass sie sind ja schon den 8. März, also das geplant, wie sie dort zu machen. Und dann sind alle guten Dokumente transparent und dann kann jeder da doch auch gucken, wie das aussieht. Für die 130 Jahre alten Baummonumente an der Rue du Thieu kommt die neue PRG zu spät. Nach ein Kehr zurück bei der ministeriellen Schreibes, an dem es steht, dass für die Vegetation ligneuse zu schützen, ein Klotter fix und permanent durch die Fürster rezeptioniert, durch die Parzelle vom Bauherr an der Forêt Kommunal, muss abgerichtet gehen, an das ihr darf ich den aufhängen. Um Terra aber gehen die Destruktionsarbeiten ohne die vorgeschriebene Schutzklotter durchgeführt. Was Kompensationsmaßnahmen betreffen, so muss der Bauherr wegen der Zerstörung von den Bäumen sogenannten Ökopunkten an der Höhe von 11.352 Euro bezahlen. Die 100 wertvolle Bäume durch so eine lächerliche Summe zu begleichen, als ein schlechter Witz, weil die Ökopunkten sind für Promoter schon der Klaps an einem Immobiliengeschäft an Millionen Höhe.
An einer Wieder, die sogenannten Ökopunkten stehen an keinem Verhältnis zu dem ungerichteten Schutt und der Natur. Viele Spaziergänger, die durch Rue du Thuy den letzten Weekend gegangen sind, waren erschreckt über den Baumassaker und haben es auch als eng Sinn und eng Scham empfand, dass die herrlich aufgesäten Bäume auch noch als Brennholz zersäbelt gaufen. Fazit: Altnis kauft Natur den dritten Preis, Altnis kauft wertvoll Bausubstanz zerstört, Altnis kauft keine effikante Kontrolle im Terrain und Altnis weist das Beispiel ein Kehr mehr, wird Naturschutz zu Lützeburg trotz Klimawandel und CO2-Problematik wert ist. Soweit für heute das ist ein Dossier, an dem der Naturschutz komplett versucht wird. An ein Kehr mehr suchen, Wörter und Spekulation geht Natur gewonnen haben. Ein Zwiebel an diesem traurigen Kapitel aus dem nur vier programmiert. Bleiben wir im Bereich Bäume und Büsche und gucken mit unserem Ökospezialist Janu Weber, was sich gerade an dieser Zeit an unseren Büsche aufspielt. Täglich weist sich immer mehr die Klimakrise an unsere Büsche. Nicht nur Stiere, auch mit hohen Temperaturen. Lange Perioden von Trockenheit, Bäume auf der falschen Platz machen unsere Büsche immer mehr Probleme. Eine wichtige Aufgabe also nur, Büsche für die Klimakrise mehr fit zu machen. Auf eine Baumart wird hier besonders viel Hoffnung gesetzt, der Eich. Mit der Winter- und Sommer-Eich sind gleich zwei Eichenarten an unsere naturbelassenen Büsche zu fangen. Dabei hundert Dächen bei uns nicht immer einfach, sich gegen Baumarten wie der Buch durchzusetzen. Dächen an unseren Büschen und Loh wie an den kommenden Jahren eine enorm wichtige Rolle am Büsch. Das predigen auch immer Experten von der Lützebäuer Naturverwaltung. Neben der Rolle für den Büsch als Däch ein wichtiger Baum für die Natur, ein 500 Tierenarten profitieren von der Eich. Dich ist also eine gute Basis für eine hohe Biodiversität am Busch. Aber leider hat dich auch noch eine andere Seite. Dich bietet ein enorm wertvolles und teures Holz an. Resultat, dass am Moment viele Büsche genau die Eiche gehören gehen, die noch viel Geld bringen. So wie an der Gemeinde Hauptstadt, wo lang diesen imposanten Stamm von einer Eiche kurzfristig wird zubringen. Mit Geld möchte kein Klimaschutz. An der Gemeinde Hauptstadt sind lang an diesem Winter weiter viel ökologisch wertvoll Eichen gehergehen. Eichen, die nur der Natur und vor allem dem Busch nicht können bei Klimaaufgaben helfen. Das Ausräumen von Eichen aus den Büschen an der Gemeinde Hauptstadt ist kontinuierlich. Am selbigsten Busch, 100 Meter von dieser Platz, sind schon an den letzten Jahren wie 2020 viel Eichen rausgeholt werden. Das an einem von der Büsch dominanten Büsch. Gehören an einem Büsch, wo Verantwortliche von der Umweltverwaltung immer betonen, wie wichtig Eichen für die Zukunft von unseren Büschen sind. Daneben verschwanden leider an der Gemeinde Hauptstadt auch wertvolle Büschen aus den Büschen. Auch das ist an den letzten Jahren schon massiv passiert. Allein über 200 sind der 2021 aus diesem Busch auftransportiert gehen. Genau wie 2020. 770 Hektar Busch gehen an der Gemeinde Hauptstadt. Das, was an der Gemeinde Hauptstadt am Busch passiert, ist leider kein Einzelfall. Wir brauchen ein Umdenken an unsere Büsche. Ein Busch funktioniert ähnlich wie ein Politiker, der nimmer bis zur nächsten Wahl denkt. Oder ein Fürster oder sonst verantwortlich vom Busch, den der Busch just einen kurzen Moment begleitet. An diesem kurzen Moment am Leben von einem Busch leider nimmer Holz am Busch gesät. Verjüngung. Als das Argument wird immer zur Rechtfertigung von so Holzhackeraktionen muss herhalten. Was bedeutet eine Verjüngung vom Busch? An der Regel ist der Busch zig Jahrtausenden ohne den Mensch gut eins gehen. Wir werden müssen da lo naturbelose Büsche permanent verjüngen. Wie alt gehen eigentlich so Bäume am Busch?
wat as en alle Baum? Bisch, tropisch, den hefigste Baum an den naturbelosenen Büscher bei Eis, gött, wenn's dieser Verjüngungspraxis nur 120 bis 160 Jahre zu Lützburg gehören. Jahrzehnten haben Forstexperten gemengt, dass ein Bisch auch nicht maximal 300 Jahre alt ging. Für ein paar Jahre lang hat ein italienisches Forscherteam am Nationalpark Kalkalpen mit modernsten Methoden ein Bisch mit 564 Jahren vermoos. Das Bisch stand schon da, ehe Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat, und der Bisch ist nicht immens dick, sondern immer ganz gesund. Also, an unseren Büschen haben wir Büschen mit einem Alter von Maximum 160 Jahren. Wir werden so frei? Ganz einfach. Ein Bisch fließt bis zu dem Alter kontinuierlich erreicht. Er liefert da, nur diesen ca. 160 Jahren, das optimale Holz. Dabei als ein Bisch an dem Alter eigentlich noch ein Jüngling. Mehr Bisch möchte ab dem Alter von 160 Jahren Fuß mit Lüß und Wurzeln und möchte dann noch mehr seitlich essen. Kronen geht mir mächtig, alles nicht gut für eine produktive Holzproduktion. Aber das für alles gut für die Natur. Besonders nur an der heutigen Klimakrise könnten Erlbüschen für ein besseres Buschklima sorgen. Erlbüschen könnten so etwas wie ein Klimaanlage für den Busch sein. Bei der Eich ist es genau dasselbe. Auch die gehen bei Lützburg bei so 120 bis 250 Jahren gehören, dabei ist bei der Eich schon zu lang gewusst, dass die mir alt können gehen. Hier ist lang maximal 800 Jahre gemeint gehen, während der Steiermark an Österreich ist schon zu lang ein Eich bekannt, wo den Alter ab 1200 Jahre geschätzt wird. Das Eich ist schon am Jahr 1990 in einem Dokument annimmt gehen. Nun haben Botaniker Süditalienischen Kalabrien ein weiter Eich von 1000 Jahren und 5 weiter Eichen an einem Alter von 570 bis 934 Jahren gemoos. Bemerkenswert ist, dass auch heute Fachleute immer gemengt haben, dass Eichen an den wärmen Regionen maximal 300 Jahre könnten kriegen. Also, ein Beweis, wie wichtig Eichen auch an unseren Büschen bei der Klimakrise könnten sein. Dafür brauchen wir noch viel Männer, sonst reden über unsere Büsche, mit dem richtig Handeln an unseren Büschen. Soweit für heute unseren Turm am Jan Weber an Büschen, wo so manches missgeändert gehen. Nächster Rendezvous an diesem Dossier nächste Woche um dieselbe Auerzeit hier auf dieser Antenne. Kommen wir dann bei der Lex Roth, den auch für die letzte Woche die ein oder andere Spruchperl parat hat. Wir haben als Land das Problem, dass es nicht für jeden Beruf genug Lützburger Leute gibt. Wenn das Hannenhaus an einem Finanzinstitut, einer Bank, der Verwaltung von einer Assurance der Fall ist, da spielt als Spruch hei am Van Gogh keine so wichtige Rolle. Da besteht schon knapp direkter Kontakt mit dem Klient, wie das am Schalter, dem sogenannten Desk, der Fall ist. An einer Metzlerei beim Bäcker, am Kleiderboutique oder bei einer Käse hört Spruch über überall eine wichtige Bedeutung. Auch die letzte Botschaft. Der kennt auch die ziemlich ungehale Situationen, die dachs durch den Spruch entstehen. Parlez français, s'il vous plaît. Je ne vous comprends pas. Da hängt dann natürlich vieles vom Ton auf, der schon bekanntlich die Musik mischt. Es stellt sich vor, ob den ein oder den andere Welt kann oder nicht, oder ob sich vielleicht ein geniert, mit wenn es dann nur den Ehen, den Hanna der Teig an der Käse oder die vier drin. Vielleicht sind sie allen zwei. Wenn ich Franzose oder Belsch bin,
und von 10 letzten paar Jahren der 8 sowieso direkt mit mir als Caissier, Garçon, Vendeuse, Französisch schwätzen. Für was soll ich dafür die zwei anderen extra Lützebusch lehren? Glaubt mir es, das ist nicht nur ein einfacher Spruch, mit Dax auch ein von persönlichem Charakter, von Mentalität, aber Hölle. Die Aggressivität und Grenzigkeit, gerade wie die Feinheit und Freundlichkeit, so keine Nationalität. Das war es für diese Woche. Ein neues Rendezvous haut an 8 Tage mit einer neuen Emission Apart Spezial. Wenn ihr eine Sendung verpasst habt, könnt ihr das auf aparttv.lu oder auf dem Apart TV YouTube-Kanal und auf Apart TV Spezial gucken und lauschen.